Schatzlicht ein- und ausschalten. Ah, ist schon wieder das da. Meine Güte. 5. 7. 6. Und die 1. Gucken wir mal. Okay. 1 ist falsch. Okay, was ist 7, 5, 6? Ach, die 0. Okay, perfekt. Such nach möglichen Wegen auf die andere Seite. Wartungsschächte, Lüftung, irgendwas. Okay. Da komme ich nicht rüber. Du was? Eine Liste. Die Liste. Echte Namen und Decknamen. Jackpot. Ich stehe vor der Tür, Case. Warte auf dich. Case, hier rüber. Räum den Scheiß weg und lass mich rein. Sicher, sicher. Verdammt viel Tür. Und Adler ist dahinter. Felix, die Schlösser gehen auf, wenn wir den Sicherungskasten sprengen? Wenn die Pläne stimmen, dann ja. Mal sehen, ob dein Hightech-Spielzeug das hinbekommt. Zeit für die Bombe auf Rädern, Case. Hat das Teil noch was anderes drauf? Ich habe einen Kurzstrecken-Taser installiert. Nicht stark, aber er kann Ziele betäuben. Case, da ist der Adler. In der Zelle. Wie lange brauchen die da drin noch? Keine Ahnung. Mhm. Sicherungskasten ist an der gegenüberliegenden Wand, rechts neben der Tür. Such nach einem roten Licht. Verdammt. Okay. Kann passieren. Was war das? Vielleicht gibt es Ratten hier.
hast du für mich? Der Bereich ist sicher. Ich höre dich. Der Sicherungskasten ist an der gegenüberliegenden Wand. Rechts neben der Tür. Such nach einem roten Licht. Komme ich hier dran vorbei? Zeig dich. Ich hab gerade was gehört. Alles klar. Schau nach ihm. Überprüf das und gib Rückmeldung. Weitermachen. Bleib wachsam. Hab hier einen Feind. Du wurdest entdeckt. Feuer eröffnet! Ja! Es ist explodiert. Es ist explodiert, Leute. Ach, come on. Was war das? Vielleicht gibt es Ratten hier unten. Die größte Ratte bist du? So, jetzt probieren wir es nochmal. Der Sicherungskasten ist an der gegenüberliegenden Wand. Rechts neben der Tür. Such nach einem roten Licht. Hilf mir mal! Okay, jetzt geht's los! Dass du es wert bist. Hoffentlich stimmt's. Seth, haben das Paket. Gut, nicht wieder auf da. Schnell, wir haben ungeladene Gäste. Soll. Wer hätte damit gerechnet? Gibt's noch irgendwas? Ne, ich guck lieber an. Okay. Pantheon stürmt Capital Station. Sie sind euch auf den Fersen. Was jetzt? Wir kommen nur durch den Aufzugsschacht raus. Die Verstärkung holt uns ab. Was zur Hölle ist das? Da kommt ein Mann, was zur Hölle ist das? Pantheon! Sau. Gott, was das hat denn für eine Verteidigung, wenn alle so sind? Groß Mahlzeit. Nee, ist nicht feindlich. Au.
nächste Granate! Wieso habe ich keine Granaten? Keine Munition mehr. Wegen dir. So, dann machen wir halt da. Wieso nicht mal leise? Kann man ruhig auch mal ein bisschen kräftiger schießen. Ein Sniper. Reload. Okay. Das ist ja bescheuert. Hä? Wo ist die andere Waffe jetzt hin? Come on. Bist du tot? Ernst jetzt? Wieso treffe ich denn nichts? Wollt ihr mich verarschen? Sniper. Ja, wo sind denn die anderen? Bin ich hier alleine oder was? Die Waffe ist so schlimm. Gesicht. Okay, Leute, wir machen das einfach mal so. Wir machen hier mal einen Schnitt. Draußen hier geht es weiter. Jetzt mal gucken, wie lange die Mission noch geht. Ich denke mal noch, wenn es noch 30 Minuten ist, dann sind wir noch gut dabei. Aber ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wir sind immer noch dabei, den Adler hier zu befreien. Und mal gucken. Oh, na toll. Fängt ja gut an. Minigun.
Sniper brauche ich nicht. Nice. Die Pantheon-Typen sind mit großen Geschützen hinter dir her. Wie fühlt sich das an? Nach Fortschritt. Durch die Wartungsluke. Aber sowas von. So, die nehmen wir natürlich mit. Komm schon, Keks. Wenn die Dings alles mitnehmen können, dann nehme ich das auch mit. Halt. Nach unten war es leichter. Hier. Das Schlimmste ist geschafft. Natürlich. Wie Plan A. Nach oben. Wir nehmen nur die Touri-Route. Auf geht's. Okay, finde einen Fluchtweg. Du hast vorhin was von Verstärkung gesagt. Wer ist so verrückt, die Nummer hier durchzuziehen? Höchst aufrichtige Bürger. Dachte ich mir. Kontakt! Wollt ihr mich verarschen? Okay. Noch mehr Geld. Schade, Minigun ist alle. Muss man eine neue Waffe nehmen. Nehmen wir die, die nicht so gerade berauschend ist. Aber hey, ich will da nicht groß meckern, was das angeht. Let's go. Nach dir, Case. Oh, eine bessere Waffe. Alles klar, damit kann man arbeiten. Vergesst vorne. Jeder uniformierte Schläger in DC wartet auf euch. Versucht den Ausgang, könnte frei sein. Die nehmen wir natürlich mit. Kurz Platten wechseln. Okay, let's go. Also, was war das für eine Waffe? Ah, die ist eigentlich auch nicht schlecht. Ah, nee, wir nehmen die Armes mit. Schöne. So, let's go. Reload. Ja. Was ist hier los? Küchenmesser? Was ist hier los? Vorrücken. Mhm.
haben einen verloren. Er leitet von uns. Ich hoffe, ihr wartet schon auf mich. Ja, ich hab den schon getroffen. Huch, hier brennt. So gut wie raus. Los. Sicher? Bereit für Exfiltration. Wann kommst du? Gar nicht. Wir sind über der Kopf. Wir können nicht zu euch. Gott verdammt! Habt ihr gesprengte Ketten gesehen? Ja, er hat's nicht geschafft. Wir schon. Wenn wir sie nicht überrumpeln können, fliehen wir. Kann man nicht irgendwas mitnehmen hier? Das ist voll viel Geld. Ja, ist okay. Dann mache ich ja. Alles klar. Einfach so, hä? Einfach so. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, aber ich sehe keine bessere Option. Und mir geht die Munition aus. Bereit machen! Halte sie mir vom Leib! Was? Ich hab doch nichts gedrückt. Ich hab gedrückt. Oh, come on, Leute. Übertreibt man nicht. Naja, egal. Das einfach so, hä? Einfach so. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Aber ich sehe keine bessere Option. Und mir geht die Munition aus. Bereit machen! Halte sie mir vom Leib! Miss Harrow? Es war nicht wir. Troy? Der Angriff erfolgte, bevor wir drin waren. Schnell und effektiv. Herrgott, Troy, redest du von Capital Station? Hier sind alle außer sich. Was war da los, verdammt? Wir haben Adler rausgeholt. Ihr brecht in eine CIA-Blackseite ein. Befreit Russell Adler. Seid ihr total verrückt? Irgendwas geht hier vor, Jane. Etwas Großes. Adler hatte recht. Die Agency ist kompromittiert. Das war sicher nicht Adler? Die Typen vom Überfall auf die Blackside? Seine Freunde waren das nicht. Was für Typen? Es war das Pantheon. Die gleiche Gruppe, die in Kuwait aus dem Nichts aufgetaucht ist. Sie können nur von jemandem innerhalb der CIA von dieser Blackside erfahren haben. Von jemandem ganz weit oben. Ist das Livingston? Vielleicht. Hör zu, Troy. Sie schieben den Angriff auf dich, euch alle. Woods, Case, Adler, ihr seid auf Interpols meistgesuchten Liste. Sie werden euch jagen. Ich verstehe schon. Ich kann helfen. Nein. Sonst bringen sie dich mit uns in Verbindung. Erspar mir die
bei den Ritter in schillernder Rüstung, Troy. Du willst helfen? Such weiter. Zuerst bei Livingston. Ich gebe mein Bestes. Danke. Und Jane? Ja? Vertraue niemandem. Eine Belastung? Ernsthaft? Du gehst nie als Delta durch. Dann eine Dolmetscherin. Du sprichst nicht mal Arabisch. Ich vergeude nur Zeit. Das hier ist keine Abstimmung. Du bleibst zurück, zusammen mit Felix und Woods. Gut. Wenn du dir sicher bist, werde ich hier nicht nur rumsitzen. Ich gehe raus. Lass sie gehen. Weiter geht's. Adler hat Alawi nicht mehr gesagt, bevor du ihn exekutiert hast. Das ist meine Welt, Marshall. Werd schnell erwachsen. Ich höre. Alawi wusste von Pantheons Präsenz im Irak als Teil eines Technologieaustauschs mit Saddam. Pantheon kriegt Schutz und Einrichtungen, Hussein Zugang zu einer experimentellen Waffe. Aber Alawi wusste nicht, was für eine? Nein, nur wie sie genannt wird. Die Wiege. Die Wiege. Die Wiege. Und jetzt ist sie im Irak. Vermutlich. Laut Alawi ist sie auf dem Weg zu einem abgelegenen Palast. Eine Demonstration findet im Bunker unterhalb statt. Hussein ist ein Weltklasse-Sammler von Palästen. Allein auf dieser Karte sind es mehrere. Alawi war sicher, welcher es ist? Ja. Dieser hier. Schauen wir ihn uns an. Wir finalisieren die Pläne und machen uns auf den Weg. Wegtreten. Die nehme ich. Habe ich dir mitgebracht? Natürlich. Du rauchst so einen Scheiß sonst nicht. So musst du dich nicht umgewöhnen. Nun, das ist die richtige Zeit, geizig zu sein. Hey. Ja. Ach so, ich verstehe auf deine ganz eigene Adlerart, hast du uns hier eingeladen. Vielleicht hast du ja Heimrecht. Ist mir aber ziemlich egal. Komm zum Punkt. Was mir wichtig ist und was du verstehen musst, das hier ist mein Team. Du brauchst uns mehr als für dich. Klar, wir haben dich aus dieser Blackside geholt und ich kann dich auch wieder zurückschicken. Am Ende bist du ein Fremder für mich. Ich kenne nur deinen Ruf und der ist nicht rosig, Adler. Du musst mir nicht vertrauen, Marshall. Aber es ist vielleicht das Beste für dich und dein Team. Das beurteile ich. Oh, ein Wettbewerb. Aufregend. Brauchen wir ein Lineal? Übrigens, Adler, ich warte noch auf mein Geld. Ich hatte oben was für dich auf Halde, aber es scheint, dass ich im Urlaub ausgeraubt wurde. Ja, das hast du uns geliehen. Wolltest dir noch sagen. Überraschung. Ich finde, wir beide sollten etwas Zeit miteinander verbringen. Die sollten wir haben im Irak. Genau mein Gedanke. Okay. Gut. Gibt's was Neues? Ich kenne Adler seit Namen. Warte 20 Jahre. Dann wächst er dir ans Herz. Wow. Hier gibt's auch nichts mehr. Arme Sevati. Das Nachtleben hier beschränkt sich auf Eulen und Schakale. Okay. Hey, Chris. Wegen Adler. Wenn Adler sagt spring, erwartet er, dass alle springen. Aber keine Fragen gibt's bei mir nicht. Er weiß eindeutig mehr, als er uns sagt. Glaubst du nicht, dass wir Adler vertrauen können? Du kennst die Gerüchte. Adler ist wie ein Waldbrand. Er brennt alles nieder, solange er sein Ziel erreicht. Aber da mache ich nicht mit. Wir bringen das Pantheon zur Strecke und kommen heil aus der Sache raus. Wir haben viel riskiert, um ihn herauszuholen. Wem sagst du das? Woods riskiert seinen ganzen Ruf für diese Sache. Sein Ruf ist jedoch mehr als überzeugend. Wie kommst du so klar? In seinem Beruf gerät man sicher in alle möglichen Fadenkreuze. Aber das der CIA? Ich habe mein Leben unserem Land gewidmet. Ich glaubte an sein Potenzial. Tue ich noch, trotz all dem. Glaubst du, wir können das gerade biegen? Nach Capital Station? Scheiße. Die Kavallerie wird uns nicht helfen.
Wir sind allein. Könnte Livington hinter dem Pantheon stehen? Im letzten Jahr war die alte Garde in Langley sein Ziel. Vielleicht war er auch der Maulwurf hinter Panama. Entweder war es Adler, oder jemand hat alles getan, um es so aussehen zu lassen. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist alles für den Moment. Bis dann. Jo. Alles klar. So, da sind wir. Marshall ist ein guter Kerl. Ist er bestimmt. Und auch viele der Agenten an der Gedenkwand. Ein großes Herz zieht einen runter. Was hast du denn mit... Was hast du das... Wie hast du das Pantheon entdeckt? Hast du je mit Jason Hudson zusammengearbeitet? Er war einer der Verluste damals in Panama. Ein paar Wochen vor seinem Tod hat er mir von einer paramilitären Gruppe innerhalb der CIA berichtet. Warte mal, wie die sich nannten. Weißt du, was das Pantheon ist? Hudson glaubte, sie kämen aus dem Inland, vielleicht transnational, aber vor allem Amerikaner. Wahrscheinlich Militär- und Geheimdienst-Experts. Die Rekruten schienen vom Westen trainiert, englisch sprechend. Sie wissen, wie wir denken. Das macht sie extrem gefährlich. Wood hat größeres Vertrauen in dich gesteckt. Als Frank das Walter Reed verließ, hieß es, ich hätte ihn in den Stuhl gebracht. Ich hätte seine Panama-Mission 89 kompromittiert, Hudson und Mason getötet, Woods verletzt. Alles Bullshit. Als ich untertauchte, brach ich den Kontakt ab. Zu allen. Besser er hasst mich, als dass er mit reingezogen wird. Schätze, das war egal am Ende. Also ja, er hat mir vertraut. Er ist loyal. Du bist geflohen, weil dich jemand verleugnet hat? Letzten März veröffentlichte jemand Dokumente mit verschlüsselten Überweisungen. Vom Drogenboss Raúl Menéndez auf mein privates Bankkonto. Ich bekam Wind davon, bevor Langley mich aus Marokko einbestellte. Bin nicht in die Maschine gestiegen. Was genau hast du letzte Woche in Irak gemacht? Ich stand in Kontakt mit Alawi seit Anfang des Jahres. Er wollte über den roten Teppich aus dem Irak und war dafür bereit zu reden. Als Verteidigungsminister war sein Wert groß, und das wusste er. Nachdem die Koalition angriff, änderte sich sein Zeitplan. Ich sollte ihn in Kuwait treffen und dann bis nach Europa geleiten. Scheinbar kannte nicht nur ich seine Pläne. War nett. Naja, Anziehsache. Nett ist was anderes. So. Gibt's denn hier noch irgendwas? Wo ist die nette Dame? Die ist weg. Oder habe ich sie nicht gesehen hinten? Nee. Ist sie vielleicht draußen? Nicht wirklich. So, jetzt haben wir ja 490, jetzt können wir ja irgendwie ein was kaufen. Ich dachte, ich hätte mehr gesammelt. Naja, okay. Wir könnten das drauf komplett machen. Ja, machen wir das einfach. So. Vollständig verbessert. Passt doch. Easy peasy. So. Ja, ja. It's okay. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ne, noch nix. Okay. Ja, ich hänge hier. So, man kann ja nicht springen, ne? Da muss man echt aufpassen, dass du nicht irgendwo eingeengt wirst oder andere Probleme kriegt. Das haben wir ja schon mal. Okay. Gut, also die andere Dame haben wir jetzt auch nicht gefunden. Laufen wir nochmal hier außen rum. Nee, auch nichts.
In der Küche? Ich bin jetzt out the window. So. Es ist schön, wenn man hier die Multiplayer-Map mal so durchläuft, ohne mal so Probleme etc. Nee. Hier ist wohl die Grafik ausgegangen. Du Scheiße. Okay. Ja. Kein Kommentar, da kommen wir noch nicht rein. Hier ist eigentlich ein Durchgang in der Multiplayer-Map. Ist hier anscheinend auch nicht. Ja. Irgendwas war da. Ey, das ist irgendwie lustig, ne? Wenn man eine gewisse Person sucht, findet man die gar nicht hier. Ist einfach spurlos verschwunden. Einfach weg. Lost. Na, was macht eigentlich eine Bohrmaschine in der Küche? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Nö, ist nicht auffindbar, die Dame. Avalon ist spurlos verschwunden. Naja, irgendwo wird sie wahrscheinlich bestimmt irgendwo rumhängen oder rumhocken. Vielleicht tut sie sich gerade umziehen, wer weiß. Müssen wir vielleicht mal gucken. Nee, können wir nichts sehen. Schade. Okay, gut. Na dann würde ich sagen, ja, dann war es das hier erstmal. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen. Und ich werde die Folge hier, wie ihr schon, glaube ich, mitbekommen habt, auf zwei Teile aufbauen, weil sonst wird es ein bisschen zu lang. Ja, ich würde sagen, ja, das war's dann einfach mal. Ne? Bis zum nächsten Mal, euer ChristianEscher3000. Wiederschauen und reingehauen. Tschüss. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig und Support ist kein Mord. So, ja, wie auch immer. Tschüss.